Hallo und herzlich willkommen wieder zu unserer Tippsendung von onex x 2com Ja, mit den Tipps zum Wochenende. Ja, ein ja, Wochenende voller toller Rennen hier. Am Samstag gehen wir natürlich nach Haydock Da haben wir ein Gruppe-2-Rennen, die Temple Stakes. Und natürlich am Sonntag in Longchamp die Gruppe Highlights. Und noch ein Rennen am Sonntag in Berlin Hoppegarten, und zwar das Diana Trial. Ja, gehen wir gleich mal rein am Samstag in Haydock in die Temple Stakes. Das Gruppe 2 im 100.000 Pfund. Ja, und das ist ein Sprinterrennen, denn es geht über die Distanz von 1000 Meter. Ja, tolle Pferde hier genannt. Leider ist Soul Power raus. Der war ja noch als Vorausfavorit gehandelt worden, aber der wurde zum Nichtstarter deklariert unter der Woche. Ja, Gold Dream, den muss man natürlich nennen als frischer Sieger in Newmarket. Das war wirklich eine tolle Leistung, ein Muster an Beständigkeit. Dieses Pferd hier nur erste, zweite und dritte Plätze hier, aber jetzt geht es doch ein Stück höher in das Gruppe. Zwei Metier und da muss ich das Pferd erstmal beweisen. Ja, beweisen muss ich auch Pretend, denn der muss seine gute Sandbahnsaison erstmal hier auf Gras untermauern. Ein Pferd von den Godolphins, ein Pferd mit großer Hoffnung, also ein wirklich tolles Pferd, wie der immer angetreten ist bei seinen Siegen. Letztes Mal hat er in diesem ja, 150.000 Pfund Rennen gewonnen, das war ein Klasse 2, und jetzt geht es gleich in das Gruppe 2. Also, das ist schon eine Ansage und mal schauen, ob er seine Formen von Sand auf Gras hier transportieren kann. Ja, der wird auch Ganz kurz stehen und Reiter ist hier William Buick. Ja, mein großes Ding ist hier aber GeForce, den habe ich schon unter der Woche hier am Wettmarkt verfolgt. Das ist das Pferd von Omera. Ja, und der hat eigentlich die höchste Klasse, das muss man sagen, denn er hat schon in Gruppe 1 gewonnen. Danach lief es nicht so gut. Aber wir dieses Gruppe 1 gewonnen, hat, das war wirklich sehr stark. Und wenn man die letzten Andri äh, Rennen ansieht, dann ist dieses Rennen hier schon sehr einfach. Ähm, das muss man wirklich sagen hier. Ähm, Reiter Dattob, auch in toller Form. Und für mich, das fährt ein ganz gutes Ding, aktuell so bei 6 zu 1, 5 zu 1 und vielleicht kommt ja noch ein bisschen Geld, deswegen wetten Sie frühzeitig, ähm, dieses Pferd hier. Also für mich äh, GeForce, ein ganz heißes Eisen im fünften Rennen am Samstag in Haydock und dann geht es weiter gleich zum Sonntag nach Paris Longchamp da warten tolle Rennen da ist ja noch ein Rennen mit Olorda das besprechen wir ja nicht der ist ja verkauft worden die Stute hier an den Besitzer Schwarz aber ist bei Michael Figge geblieben aktuell so zweiter Favorit und diesem Pferd wünschen wir natürlich viel Glück ich habe mir das fünfte Rennen rausgesucht, das Rennen über 1850 Meter des Gruppe 1, ja, und da geht es um 250.000 Euro. Ja, und hier sind ja wenige Starter stehen geblieben. Cirrus de Egle, Geilo Chop, Solo Poliana und Sparkling Beam. Ja, natürlich muss man als erstes über den neunjährigen Wallach Cirrus de Egle sprechen. Ein Muster auch an Beständigkeit, wirklich tolle Form hat dieses Pferd gezeigt, ist jetzt schon mal über 7 Millionen Euro Gewinnsumme, also der hat schon sehr viel in seinem Leben geleistet. Ja, letztes Mal im Prix Garnier ganz überlegen gewonnen, das war eine Meisterleistung von Cyrus Segle. ja und nach jeder Pause und jedes Jahr, da denkt man eigentlich, jetzt kann es doch nicht mehr so weit sein mit dem Pferd, aber er zeigt jedes Mal wieder im Jahr Gruppe 1 Form und der wird natürlich ganz kurz am Toto stehen. Ja, aber es gibt Opposition und das ist Zollo von den Wertheimern, Freddy Head ist der Trainer hier ja, und das war ja mein Tipp damals in Maidan, Der hat ja ganz überlegen gewonnen mit tollem Speed mit Olivier Pellier. Ähm, ich glaube, da saß Maxim Guillon schon drauf. Und das war wirklich eine tolle Form, was Solo hier gezeigt hat. Und das Pferd ist jetzt fünf Jahre alt und hat auch fünf Rennen hintereinander gewonnen. Hat lange keinen Gegner mehr vor sich dulden müssen. Und mal schauen, wie es gegen Cirrus Teigle ausgeht. Ja, Geilo Chop. Auch noch ein Pferd, was eine Chance hat. Da weiß man auch nicht so richtig, wo man ist. Hat immer wieder gewonnen. War auch Vierter schon in Amerika mit Julien Orger, Auch das war eine tolle Form. Und Geilo Chop, vielleicht kann er hier diese beiden hier ein bisschen ärgern. Ich gehe aber mit Solo, denn das Feld hat mich in May dann wirklich sehr überzeugt, hat damals ja de Grey Gatsby geschlagen, ganz souverän. Und für mich geht das hier über den Headstarter für den Sieg. Also Solo ist mein Tipp hier in fünften Rennen am Sonntag in Longchamp. Und dann geht es weiter in sechs Rennen in dem Prix Vicomtesse Vigier, das Gruppe 2 über 3.100 Meter. Ja, und auch hier hat Sumilion einen tollen Ritt. Und zwar ist das takte de Bustron, das Pferd von Marco Botti. Marco Botti, das muss man ja erstmal schon mal erwähnen. Hier am Montag ist er in Deutschland tätig, nämlich in den German Guineas. Und da sitzt kein geringerer als Lanfranco Dettori drauf. Also am Montag auch tolle Rennen in Deutschland. Takte de Bustron, ein Fett, was immer toll an, eingesetzt wird für diese Rennen. Letztes Jahr gab es drei Starts, zwei Siege. Und einmal zweiter ist jetzt bei 784.000 ja, Euro Gewinnsumme. Und das ist wirklich, ja schon, wirklich toll. Und der wird immer genau in den richtigen Rennen eingesetzt. Letztes Mal gab es einen zweiten Platz, Platz in Chester. Nach dieser Form ist natürlich auch ja, hier erste Wahl, ähm, hat zwar da keine Chance auf den Sieg gehabt, äh, gehabt nicht desto trotz, dieses Pferd ist wirklich toll. In Schuss. Ja, Glaring, das erste ist das Pferd von Abdullah. Ähm, der muss noch ein bisschen ja was beweisen, lief schon über längere Distanzen ganz gut, hat aber noch nicht die Klasse gezeigt von takte de Bustron. Ist natürlich ein junger Wilder, von dem man noch sehr viel erwartet in diesem äh, Jahr. Ja, gefährlich ist noch Achtung, das Pferd mit dem deutschen Namen aus Spanien ähm, hat sich immer wieder gesteigert in den letzten Rennen. Letztes Mal gab es einen dritten Platz im Gruppenrennen. Also äh, man muss wirklich Vorsicht geben vor diesem äh, spanischen Pferd. Achtung! Ich gehe aber mit Takt das ist für mich andere Ware, andere Klasse in diesem Rennen hier. Das würde mich schon wundern, wenn der hier geschlagen wird. Mit Christoph Soumillon gewinnt das Pferd für mich im sechsten Rennen am Sonntag in Longchamp. Und dann habe ich noch ein Rennen für sie vorbereitet in Hoppegarten am Sonntag und zwar das Diana Trial, das Gruppe 2 über 2000 Meter für die Stute. Natürlich 70.000 Euro ist dieses Rennen dotiert. Ja, und Favorit wird hier Nightflower werden. Aus dem Stall von Peter Schürgen. Das Pferd ist jetzt dreimal gelaufen, dreimal zweiter gewesen und hat wirklich nur tolle Pferde getroffen. Gruppe Pferde hat sie getroffen, das muss man sagen. Der erste oder die erste, ähm, hinter dem sie war, ähm, waren immer danach gut platziert in den Rennen gewesen oder haben gewonnen. Also dieses Mal will Nightflower endlich den ersten Sieg haben. Aber die Opposition ist groß. Aus dem Wühlerstall Arl und Tofdonner wollen die Stute ärgern. Tofdonner wurde ja verkauft zu den Australian Bloodstocks. Und ähm, Harry Bentley saß ja damals drauf bei dem Hoppegarten-Sieg. Da ging es äh, vier Längen vor dem zweiten über die Ziellinie. Und das Pferd ist natürlich auch ganz gefährlich. Arl, das ist das Pferd von Dr. Christian Bergler hier. Ein tolles Pferd hier hat letztes Mal stark gewonnen. Ja, und das sah schon sehr gut aus. Ist ja eine Monsunstute. Weichsel und Amone haben ist schwer. Und mein Tipp wird sein Arl. Denn äh, der Jockey hat damals einen Peitschenhieb gegeben und das Pferd ist gleich abgezogen. Wie eine Rakete äh, ist ja eine kleine Stute. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und ich meine, das geht doch mal. Hat noch Nennungen in großen Rennen, auch in der französischen Diana. Also ich bin gespannt auf Arl hier. Das ist mein Tipp am Sonntag in Berlin. Hoppegarten. Ja, das war schon hier wieder mit in meiner Tippsendung. Ich bin Alexander Kaiser. Bis dahin machen Sie es gut und viel Glück am Wochenende. Tschüss.